Man brauchte neue Festungsanlagen. Dafür wurden neue Städte nach militärischen Gesichtspunkten geplant. Der Festungsbaumeister Vauban errichtete für den Sonnenkönig Ludwig XIV. In den Saarauen die Festungsstadt Saarlouis. (1680) begann der Bau des königlichen Sechsecks, eine sternförmige Anlage, die das Sinnbild des Festungsbaus dieser Zeit ist. Auch in der neuen Planung bleibt der Marktplatz Mittelpunkt der Stadt. Vor den hohen Festungsmauern liegen Gräben, die bei Bedarf mit dem Wasser der Saar geflutet werden konnten. Schon im späten 16. Jahrhundert gab es jenseits des militärischen Bereichs Pläne für eine neue, ideale Stadt. Freudenstadt im nördlichen Schwarzwald ist eine solche Neugründung. Obwohl zum Ende des Zweiten Weltkriegs völlig zerstört, wurden die Häuser um den Stadtplatz in der gleichen Anlage in strengen Reihen, wie einst von Schichard geplant, wieder aufgebaut. Ob als Bergwerks- oder Exulantenstadt, darüber scheiden sich die Geister. Ausgesteckt wurde die Stadt am 22.03.1599 nach diesem Plan. Der allerdings sieht in der Mitte des Platzes, auf Wunsch des Herzogs, ein Schloss vor, das jedoch nie gebaut wurde. Das zentrale Schloss wird zum Grundgedanken der barocken Fürstenstädte. Ein herausragendes Beispiel für ein als Gesamtkonzept geplantes Stadtensemble mit dem Schloss im Zentrum ist Karlsruhe. Das Schloss in seiner heutigen Form wurde vom Enkel des Stadtgründers, vom Markgrafen Karl Friedrich, erbaut, jedoch innerhalb der vorgesehenen fächerförmigen Ausrichtung der Stadt. Die strahlenförmige Anlage mit dem zentralen Schloss als Mittelpunkt wird als Symbol für den Absolutismus, dem unbedingten Herrschaftsanspruch gesehen, der diese Zeit prägte. Die beiden Flügel des Schlosses, das die Stadt beherrscht oder auch schützend umfängt, je nachdem, wie man es sehen will, sind Ausdruck gerade dieser zentralen Macht. Der strenge Grundriss der Palastanlage wird gemildert durch die ansprechenden Farben und Formen des Barock, die auch in schmückenden Details zum Ausdruck kommen. Thank you.